Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Februar. Wir beginnen unseren himmlischen Spaziergang diesmal am frühen Morgen, rund eine Stunde vor Sonnenaufgang. Rechtzeitig zum großen Finale der Nacht, das uns zum Monatsbeginn eine seltene Parade der Planeten mit dem Mond bietet. Denn, Hand aufs Herz, haben Sie schon einmal alle Planeten, die man mit bloßem Auge sehen kann, gleichzeitig gesichtet? Nein? Hier ist Ihre Chance. Allerdings kann man sie nur von einem Ort mit freier Sicht zum Horizont, ohne störende Häuser oder andere Sichthindernisse nutzen. Und wir müssen auf gutes Wetter mit klarer, wolkenfreier Sicht hoffen. Kaum zu übersehen ist der abnehmende Mond. Am 1. Februar leuchtet er zu Beginn der Morgendämmerung halb hoch im Süden als Halbmond im letzten Viertel. Ein rötlich-oranger Lichtpunkt steht knapp unter dem Mond. Es ist der Planet Mars im Sternbild Waage, dessen eher lichtschwache Sterne sich kaum mehr durchsetzen können. Weiter rechts, im Südwesten, funkelt Spica, der bläuliche Hauptstern der Jungfrau. Im Westen leuchtet der helle Planet Jupiter. Auf der anderen Seite von Mond und Mars, weiter links, im Grenzgebiet der Sternbilder Skorpion und Schlangenträger, leuchtet im Süd-Südosten der Planet Saturn, nahe Antares, dem roten Stern im Skorpion. Noch weiter östlich, im Südosten, strahlt der helle Morgenstern Venus, unübersehbar hell in der beginnenden Morgendämmerung. Links unterhalb von Venus sollte es uns schließlich bei klarer und freier Sicht zum Horizont auch noch gelingen, in den ersten Monatstagen einen der seltenen Auftritte des sonnennächsten Planeten Merkur zu erleben. Diese Merkursichtbarkeit fällt in Norddeutschland jedoch sehr horizontnah aus. Am 7. Februar erreicht Merkur seinen größten Winkelabstand von 26 Grad zur Sonne und pirscht sich bis dahin noch näher an die viel hellere Venus heran. Anders als bei der viel helleren Venus ist es aber eine Herausforderung, ihn in der zunehmenden Morgendämmerung zu erkennen. Denn er ist viel lichtschwächer als die helle Venus und ist selbst mit einem Fernglas nach dem 5. Februar nur noch schwer zu entdecken. Uns bleiben also nur die ersten Februartage, um alle mit bloßem Auge sichtbaren Planeten auf einmal zu sehen. Eine Perlenkette aus Planeten, die sich entlang der Tierkreissternbilder in der Ebene unseres Sonnensystems erstreckt. Von Merkur und der hellen Venus tief im Südosten, über Saturn und Mars etwas höher im Süden, hin zu Jupiter im Westen. Dies ist schon etwas Besonderes, das es seit gut 10 Jahren nicht gegeben hat. Ein prächtiges Bild, denn auch der Mond ist mit von der Partie. Vom 1. bis 5. Februar zieht er jeden Tag weiter nach Osten. Von Mars hin zu Saturn am 3. Februar. Und erreicht am 6. Februar als dünne Sichel die Venus. Am 8. Februar ist Neumond. Und unser Mond geht unbeobachtbar zusammen mit der Sonne auf. Thank you.
Sonne und Mond stehen dabei vor dem Hintergrund des Tierkreissternbilds Steinbock. Erst ab 17. Februar sehen wir von unserer Erde aus die Sonne im Sternbild Wassermann. Die Mittagshöhe der Sonne und ihr Tagbogen nehmen im Februar merklich zu. Auf Kosten der Nacht wächst die Tageslänge bis Ende Februar auf fast 11 Stunden an. Es geht auf den Frühling zu. Und auch der Mond gibt uns dazu ein deutliches Zeichen. Denn er taucht rasch nach Neumond wieder als zunehmende Sichel am Abendhimmel auf. Bereits einen Tag nach Neumond kann man auf die Jagd nach dem Neulicht des Mondes gehen. Am 9. Februar sollte um 18 Uhr ziemlich genau über dem Untergangspunkt der Sonne die dünne Mondsichel sichtbar werden. Man benötigt jedoch einen sehr klaren Himmel und ungestörte Sicht zum Westhorizont. Abend für Abend gewinnt der Mond danach rasant an Höhe und Sichtbarkeit. Denn unser Mond hält sich in seinem monatlichen Umlauf um die Erde in etwa an die Jahresbahn der Sonne. Als zunehmender Mond eilt er dabei der Sonne voraus im Tierkreis und nimmt daher jetzt den kommenden Anstieg der Sonne von Frühling bis Sommer vorweg. Er wandert der Sonne voraus durch den am steilsten ansteigenden Teil des Tierkreises. Vom Sternbild Wassermann zieht der Mond vom 10. bis 15. Februar weiter in die Fische, den Widder und hoch hinauf Richtung Stier. Es ist der wohl schönste Auftritt des Mondes am Abendhimmel in diesem Jahr. Denn nur jetzt, in der Zeit vor Frühlingsbeginn, kann man in unseren Breitengraden seine schöne Sichelgestalt so gut sehen. Denn sie steht so hoch am Abendhimmel wie sonst nie. Sobald dieser zunehmende Mond zum Westhorizont sinkt, so scheint seine untergehende Sichel am Horizont zu liegen, wie ein Schiff, das dort fährt. Während uns im Herbst die Sichel eher aufrecht stehend erscheint und der abendliche Mond viel tiefer steht. Keiner der mit bloßem Auge sichtbaren Planeten ist am frühen Abend bereits zu sehen. Suchen wir daher nun erst einmal die bekanntesten Sternfiguren am Himmel. Blicken wir dazu nach Nordosten. Über dem Nordosthorizont hängen halbhoch die sieben Sterne des großen Wagens, mit den drei Deichselsternen nach unten gerichtet. Links davon, also nördlich vom Himmelswagen und auf gleicher Höhe, funkelt der Polarstern über der Nordrichtung. Weiter links, im Nordwesten, die Zickzackfigur der Cassiopeia, das in Richtung Polarstern gekippte Himmelsweh, ebenfalls auf gleicher Höhe. Hoch über unseren Köpfen funkelt der helle Stern Capella im Fuhrmann. Er markiert den nördlichsten und daher bei uns höchsten Stern des Wintersechsecks. Dieses Sternensechseck nimmt jetzt den gesamten südlichen Himmelsbereich ein, rund um den Himmelsjäger Orion. Den südlichsten Stern des Wintersechsecks markiert ein hell funkelnder Stern, der etwa eine Handspanne über dem südlichen Horizont nicht zu übersehen ist. Er flackert aufgrund der Unruhe der irdischen Atmosphäre. Es ist Sirius im Sternbild Großer Hund. Sirius
ist nach unserer Sonne der hellste Stern. Ein bläulich-weiß glühender Gasball, größer als unsere Sonne, dessen Licht fast 9 Jahre zu uns unterwegs ist. Sirius ist damit nicht nur der hellste Stern am Nachthimmel, sondern auch der nächstgelegene Stern nach unserer Sonne, den wir bei uns sehen können. Das Sternsystem Alpha Centauri ist zwar noch näher, aber eben nur von südlicheren Zonen aus zu sehen. Wer diesen besonderen Stern Sirius sehen will, der hat in diesem Monat die wohl beste Gelegenheit. Denn Sirius erreicht bereits in den frühen Abendstunden seine größte Höhe im Süden und kann bequem gefunden werden. Sirius hat übrigens einen Begleitstern, der ihn alle 50 Jahre einmal umkreist. Dieser Sirius B ist der winzige, aber immerhin erdgroße Rest eines bereits ausgebrannten Sterns. Ein sogenannter weißer Zwerg, der langsam auskühlt. Nur mit größeren Fernrohren ist er neben dem viel helleren und viel größeren Sirius A zu entdecken. Höher als der große Hundsstern Sirius funkelt im Süden der kleine Hundsstern Procyon. Darüber liegen die beiden Sternketten der Zwillinge mit den Kopfsternen Castor und Pollux. Und natürlich haben wir längst das Prachtstück des Winters erspäht, die wohl schönste Sternenfigur überhaupt, den bereits erwähnten Himmelsjäger Orion, mitten im Wintersechseck. Fast wie ein Schmetterling wirkt seine Gestalt. Eine auffällige Kette von 3 gleich hellen Sternen bildet den Gürtel, jeweils 2 helle Sterne darüber und darunter die Schultern bzw. die Füße der Jägergestalt. Ziehen wir eine Linie von Sirius über die 3 Gürtelsterne des Orions weiter nach rechts oben, also nach Westen, so treffen wir rechts über dem Orion auf Aldebaran, das rote Auge des Stiers, und darüber hinaus auf das kompakte Siebengestirn, die Plejaden im Stier. Die Zone der hellen Wintersterne rund um Orion wird sich in den kommenden Stunden allmählich Richtung Westen verlagern, während im Osten neue Sterne auftauchen. Schon jetzt gibt uns der Sternenhimmel das Zeichen. Der Frühling kommt näher, denn das Sternentrapez des Löwen, des zentralen Sternbilds des Frühlings, steigt im Osten herauf. Im südöstlichsten Teil des Löwen leuchtet der Riesenplanet Jupiter. Er ist nicht zu übersehen, denn er leuchtet heller noch als Sirius und ist der Glanzpunkt der Nacht. Nur der Mond vermag ihm die Schau zu stehlen, sobald er ab Mitte Februar immer rundlicher und heller wird, während er sich im Tierkreis Abend für Abend näher an Jupiter heranpirscht. Am 22. Februar steht der Vollmond zwischen Jupiter und Regulus, dem hellsten Stern im Löwen. In der folgenden Nacht, vom 23. auf den 24. Februar, zieht die noch immer rundliche Mondkugel an Jupiter vorbei. Mond und Jupiter sind dann bis in die Morgenstunden ein prächtiges Paar. Zusammen mit den Sternen des Löwen steigen Mond und Jupiter dabei zunächst höher und erreichen gegen 2 Uhr morgens im Süden in der Himmelsmitte ihre Höchststellung.
Zu diesem Zeitpunkt sind die sieben Sterne des großen Wagens hoch über unserem Kopf zu finden. Am Osthorizont taucht ab etwa 2 Uhr morgens im Sternbild Waage der rote Planet Mars auf. Ihm folgt, fast 2 Stunden später, der Riesenplanet Saturn im Grenzgebiet Skorpion-Schlangenträger. Während Jupiter gegen Ende der Nacht Richtung Westhorizont sinkt. In der beginnenden Morgendämmerung grüßt uns wie schon zu Monatsbeginn, auch gegen Monatsende noch, der Morgenstern Venus, während Merkur längst in den Glanz der Sonne abgetaucht ist. Immerhin, ein Reigen aus 4 Planeten, Venus, Saturn, Mars und Jupiter, beschließt die Nacht, auch noch zum Monatsende. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Monats Februar 2016. Genießen Sie die Sterne im Februar. Sie haben in diesem Schaltjahr sogar eine Nacht mehr Zeit dafür. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupe.